So, Samstag, ich komme jetzt schon ganz, total durcheinander. Sonntagmorgen, es ist ja 11:30 Uhr, das heißt allerhöchste Zeit, 12 Uhr ist Workshop. Ich fahre gerade aus der Garage raus. Nachdem ich ja um 4 Uhr erst ins Bett gekommen bin, war das natürlich fast absehbar, dass das heute Morgen ganz schön stressig wird. Ich hoffe, es stehen nicht schon die Hälfte der Teilnehmer vor der Tür. Aber ich habe ja noch einen Malte, der macht den vielleicht auf. Ich muss mich also jetzt sputen, schnell wieder in die Schule zu kommen und dann den zweiten Teil vom Workshop zu machen. Ja, ich bin heute Morgen schon um 9:30 Uhr, glaube ich, bin ich wieder aufgestanden. Musste dann erstmal die ganzen Videoaufnahmen auf dem PC überspielen, damit die SD-Karten wieder frei sind hier für den neuen Tag. Und dann habe ich noch ganz kurz meine Frau gesehen heute Morgen und zwei Kaffee getrunken und weil die sehe ich jetzt erstmal eine Weile nicht. Denn wenn ich heute Nacht nach Hause komme, dann schläft die natürlich schon, die muss ja dann morgen wieder arbeiten. Und ja, wenn ich dann aufstehe, ist die schon auf der Arbeit. Wenn die aus der Arbeit zurückkommt, bin ich schon wieder auf dem Gig, weil morgen ist nochmal letzter Tag in Gronau. Und ja, wenn ich vom Gig komme, ist die wieder im Bett. Das heißt, wir werden uns dann sehr wahrscheinlich erst am Dienstagabend erst wiedersehen. Ja, heute ist Sonntagmorgen, Dienstagabend. Das ist schon manchmal echt komisch, wenn man in der gleichen Wohnung wohnt, aber sich gar nicht zu Gesicht bekommt. Ja. Aber so ist das nun mal im Musikerleben. Mal gucken, ob das schaffst, mich rauszuschmeißen. Da grinst er nur. Das schafft er meistens schon. Ja. Sagen, der Schlagzeuger hat ihn ausgebracht, das geht nicht. So, es ist jetzt 6 Uhr. Der Workshop ist erfolgreich beendet. Haben jetzt ein bisschen noch aufgeräumt. Die Schule wieder für den Unterricht morgen zurecht gemacht, sozusagen. Workshop war sehr schön. Auf jeden Fall ganz tolle Teilnehmer. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin genauso müde, wie ich aussehe. Also es war schon alles sehr anstrengend, nach 5 Stunden Schlaf nur. Und ich befinde mich jetzt schon wieder auf dem Weg zum nächsten Gig. Zweiter Tag in Gronau, heute nochmal und morgen dann auch nochmal. Und ja, ich habe auch noch nichts gegessen heute. Also es hat sich irgendwie nicht ergeben. Meine einzige Nahrung bestand aus Kaffee und diesem Zeug hier. Also da werde ich jetzt erstmal dort eine Bratwurst essen müssen oder sowas. Dann Soundcheck und um 8 Uhr geht es dann schon wieder weiter. Heute allerdings nur bis um 1. Das ist schon ein bisschen besser als gestern. Und dann schauen wir mal, wie ich morgen dann aussehe. Aber morgen habe ich wenigstens tagsüber nicht so viel zu tun. Da wird es vielleicht ein bisschen entspannter. Okay, wir sehen uns in Gronau. Yeah.
zweiter Abend in Gronau ist rum. Es ist ja 20 vor 2, ein bisschen früher als gestern. Aber dafür habe ich ja auch ein bisschen weniger geschlafen, das passt ja ganz gut. So, ich fahre jetzt nach Hause. Morgen habe ich mal tagsüber ein bisschen mehr Zeit, mich ein bisschen zu regenerieren. Und ja, ich werde vielleicht mal ein bisschen Video schneiden. Ich habe ja jetzt genug Material gesammelt. Und abends geht es dann hier nochmal nach Gronau, aber nur für 2 Stunden bis 10 Uhr. Und dann habe ich dieses Hammerwochenende auch irgendwie hinter mich gebracht. Also, wir sehen uns. Bis dann. Guten Morgen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut dieser Kaffee schmeckt. Ah, es ist Montag, 9.30 Uhr. Gestern war ich so ungefähr um 3 im Bett. Und ja, ich sehe ganz schön scheiße aus, wenn ich das hier so auf der Kamera in dem kleinen Display sehen kann. Ich werde wohl ein bisschen brauchen, bis ich wieder irgendwie ein bisschen frischer aussehe. Tja, das hat es gestern Abend irgendwie geliefert. War wohl nicht so tolle Qualität. So, hallo, es ist 18.06 Uhr und ich bin schon wieder auf der Autobahn, befinde mich auf dem Weg nach Gronau zum letzten Auftritt dort, großes Finale. Heute nur 2 Stunden von 8 bis 10. Ja, also ich hoffe so gegen 7 da zu sein, dann kurz Soundcheck, vielleicht eine Kleinigkeit essen und auf die Bühne und 2 Sätze und dann habe ich es geschafft. Hi! Ja, immer dieselben. So, nach dem Feuerwerk ist jetzt Feierabend hier in Gronau, zumindest für uns. Wir haben schon abgebaut, es ist jetzt 20 nach 10, ja, noch eine Stunde nach Hause fahren und dann habe ich dieses Mörderwochenende tatsächlich überstanden. Und ja, dann am Mittwoch geht es ja gleich weiter, also morgen ein bisschen einen Tag nur Musikschule, nur unterrichten. Und am Mittwoch dann auf nach Haiger zum nächsten Gig. Alles klar, bis bald.